Ein fröhlicher und erfolgreicher Tag für die Stadtwerke Wismar. Am 8. Juni versammelten sich 25 regionale Vereine und Organisationen im Kundencenter. Anlass hierfür, die Sponsoring-Verträge der Förderherzenaktion wurden von Mitarbeitern des Energieunternehmens übergeben. Für Geschäftsführer Andreas Gresko jedes Jahr eine besondere Veranstaltung. Wir leben alle in dieser Stadt und wir leben in einer sehr angespannten Zeit. Und da ist es umso schöner, dass alle zusammenhalten, um diese Probleme zu meistern. Und ja, das war so einer der Hauptgründe für uns, warum wir uns hier so stark engagieren. Seit dem 1. Mai konnten Kundinnen und Kunden für ausgewählte Vereine ihre Förderherzen verteilen. Kultur, Sport, Bildung und Soziales. Ob Dart, neue Spielgeräte oder Wettkampfkleidung, jeder Wunsch sollte erfüllt werden. Der PSV Wismar freut sich über eine neue Stadionbeleuchtung. Die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke haben fleißig unterstützt. In einer Zeit, wo wir wirklich jeden Euro gebrauchen können für den Umbau auch des Stadions, und dazu gehört auch das Flutlicht, also dieses Projekt, was wir angestoßen haben, sind wir natürlich sehr, sehr dankbar, dass wir hier bedacht worden sind von den Kunden und auch von den Stadtwerken. Das ist eine ganz tolle Aktion, die hier gemacht wird und die hilft uns sehr, sehr weiter. Bereits zum 4. Mal werden die Sponsoring-Verträge übergeben. Insgesamt konnten in den letzten 6 Jahren 135 Projekte mit insgesamt 100.000 Euro gefördert werden. Die Unterstützung von regionalen Vereinen für eine lebenswerte Hansestadt lässt das Stadtwerkeherz höher schlagen.